So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Unturned. Mit mir dabei ist diesmal der Stefan. Hallöchen. Guten Tag. Und zwar haben wir heute ein großes Thema für euch. Für die Leute, die wo das ein bisschen scheiße verstehen, denen tut es mal leid, aber wir müssen halt mal unsere Meinung zu Leute, dem Thema. Leute, die absolut keine Kritik gegen ihre Top-YouTuber vertragen können, sagen, dieses Video sofort ausschalten. Ich versuche mich im normalen Rahmen zu halten, aber ja, wer es nicht vertragen kann, wer sagt, dass ein absoluter Top-YouTuber die besten Leute sind, soll es weiter so denken, sollte aber dann auch keine Hate-Nachrichten oder sonstiges unterscheiden. Das spiegelt nur die Intelligenz derjenigen Person wider. Das stimmt allerdings. Und zwar geht es nämlich um das Spiel Minecraft und den dazugehörigen Let's Playern auf YouTube. Die nehmen zurzeit jetzt hat YouTube ein mit ihren Minecraft Fanboy Let's Plays, die größtenteils von größeren YouTubern wie Ungespielt, Tuttle und so weiter und so fort, nachmachen. Das Problem ist, dass es einfach viele Probleme gibt. Wie ist deine Meinung zu den Leuten, die wo jetzt hat, sagen wir mal, mit Minecraft versuchen, Fame zu werden? Ja, für mich ist das so, die da von den größeren YouTubern versuchen abzuleiten, ist, dass für mich einfach, ja, versucht man auch vielleicht welche aufzurufen und so ein Spiel nachher mit denen vor dem höheren Fame und müsste vielleicht dann auch nicht mehr arbeiten oder sowas. Finde ich absolut scheiße. Für die Leute, die sagen, guck mal, geil, ne? Aber zeugt halt davon und trägt auch leider einen Teil dabei, dass die YouTube-Szene, generell die Let's Play-Szene mehr den Bach runtergeht. Ja, finde ich auch. Also ich sehe das jetzt auch gerade wirklich da, weil ich mit dem Stefan schon ziemlich, jetzt hat es schon seit ein paar Minuten jetzt halt darüber geredet haben. Ich sehe das jetzt auch langsam richtig heftig, weil egal wo man auf YouTube was sucht, man findet immer mindestens ein Video von Minecraft Hunger Games und Minecraft Ender Games. Und warum diese Let's Plays auf YouTube sind, das haben wir halt anderen größeren YouTubern zu verdanken. Und also ich würde es verstehen, wenn es weiter damals, ich bin 2009 mit dieser YouTube-Szene ja in Kontakt gekommen durch einen Kollegen, der hat mir den Let's Play Video auf IP gezeigt. Ist ein alter Hase, der aber auch keinen Bock mehr hat, weil er auch gesagt hat, die ganzen neuen Let's Player, die sich da Let's Player schimpfen, sind einfach, die bieten einen absoluten Abschluss. Also man muss doch absolut wissen, dass man halt, eigentlich schon mit seiner, ich sag mal so, man hat den Abschluss nicht, wenn man keine Intelligenz hat. Wenn man sehr dämlich ist, schafft man kein Vollabi, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja, und das, ich weiß nicht, das macht YouTube irgendwie kaputt, es nervt. Und es macht YouTube kaputt. Man hat einfach nicht mehr so richtig Lust, irgendwelche Videos aufzunehmen, da solche Leute, solche 12- bis 13-jährigen Kitties einfach, die bekommen mehr Aufmerksamkeit als andere, die wo es vielleicht mehr verdient haben, die wo es sogar mehr verdient haben, weil die machen wenigstens individuelle Sachen, weil da gibt es Leute, die wo einfach, weiß nicht, die machen, wie du ja auch gesagt hast, mit den voll die Hip-Hop-Musik-Intros und so weiter und dann, yo, hallo, was geht hier? Intro oder, boah, der tötet mich, boah, nach dem Intro geht's weiter. Und das macht, ich finde einfach, das ist sowas von langweilig, mit einer Zeit, ich meine, das kann ja nur von anderen, sagen wir mal, Leuten kommen, die wo, sagen wir mal, größer sind und das schauen, lol, mein Tank leer, ah, jojo. Ja, das ist natürlich, naja, siehst du ja, da gibt es ja das, jetzt eigentlich beim Materiellen würde man sagen, das ist das Unikat und das Replikat ist die Kopie halt, ne? Mhm. Das, wenn man es so materiell betrachten würde, ungespielt ist das Unikat und halt die ganzen Fanboys, die das nachmachen und jetzt schon teilweise 28.000 Abonnenten haben und das Mod-Boss-Videos reinschreiben, dass sie die Commerz-Schlampe ist, aber selber eine Commerz-Schlampe ist, wenn sie Minecraft-Let's Play, aber auch wenn es wir diskutieren. Das halt, ja. Es ist nervig, es ist einfach,
es wird langweilig, weißt du, YouTube ist eigentlich eine Plattform, wo eigentlich Vielfalt herrschen sollte, weißt du, aber das wird... Wenn ich auf YouTube rumgucke oder so, ich gucke momentan viel Herbie K, ich konnte den damals nicht leiden, weiß der Gott warum, jetzt kann ich mir nicht gut leiden, so auch nicht. ist auch so, ich gucke einfach nur auf die Let's Player, die echt schon lange dabei sind halt und die aber auch teilweise schon sagen, ich habe da auch nicht mehr so Lust drauf halt, ne, dass halt, der Table Tennis Gamer, sagt der dir da was? Ja. Der will aufhören. Der hat aber auch gesagt, das ist auch wegen YouTube und sowas, dass dann halt, ja, auch aufhört, weil, er möchte sein Content machen, sein Content klappt nicht, er muss den Content bieten, den die Mehrheit möchte und dieser Content kommt auch nicht voran und den richtigen Content möchte er nicht bieten, weil dieser Content einfach so schwachsinnig ist und einfach nichts vermittelt. Ich finde auch, dass man eigentlich YouTube, ich finde, man sollte sich einfach, weil ich, genau, ich wollte eigentlich noch was ansprechen, und zwar, ich war letztens auf dem Gomme HD-Server, ne, TS-Server. Ja. Und ich war da in einem Raum, da waren mindestens 10 Leute drin. Und alle, wirklich alle, waren bestimmt erst 12 oder 13 Jahre alt. Ja. Ne, mit so einer Piepstimme, und die machen einen so behindert an, da denkt man sich echt, warum können die nur so gestört sein? Also ich meine, manchmal kommt da rein und man wird gleich als so, ich fick deine Mutter und so weiter. Und ja, tut mir leid, aber... Ich verstehe sowas nicht. Dass du leider, ja, ich, so ein bisschen Klischee, so Hauptschüler jetzt nicht. Ein Klischee, wie nennt man das nochmal? Gibt ja jetzt die Sonderbezeichnung für Sonderschüler. Förderschule, genau. Dass dann halt irgendwie ja Klischee-Förderschüler sind. Ja, aber ich möchte jetzt auch keine Schule direkt sehen. Ich war selber auf einer Hauptschule halt, ne? Ja. Deshalb möchte ich da selber keine Schule in direkt sehen, das war halt auch nur Spaß halt gesagt. Aber den Leute kannst du sagen, die sind im geistigen Alter von 7 Jahre alt, haben das Wort von ihrem Bruder gehört oder was, und so ein Alter schreien natürlich die Gegend, war. Aber das eigentlich heißt, dass seine Mutter schon lutschen geht abends, dass du dein Essen mal bekommst, das kapieren sie nicht. Ja, die Leute haben einfach heutzutage keinen Respekt mehr. Und das, und ja, das aber ist auch weggegangen oder so, da geht's ja letztens in den Straßen lang, da ein kleiner Bügel, fick dich, ja, ja. Ich mir auch, wa? Ich finde, man sollte ja eventuell auf YouTube... Eltern, da siehst du die Eltern, wa? Scheiße. Ich finde, man sollte auf YouTube vielleicht mal, weiß nicht, was verändern. Also, dass nicht immer solche kleinen Kiddies da irgendwie, weiß nicht, Videos aufnehmen und dann hochstellen und die Leute ja, mögen das ja sogar. Weißt du, die Leute mögen das, wenn so kleine Kiddies in den Let's Plays rumschreien. Ja, und das ist ja halt auch so erwachsen oder also halt erwachsen Leute, die 15 sind und so. Wie gesagt, die meisten, die ich jetzt erlebt habe, die das so machen, sind Durchschnitt zwischen Realschüler und halt Vollabitur. Und ich verstehe nicht, warum man so behindert durch die Videos schreibt, kommt gut an, kriegt Glück und kann davon leben. Toll. Aber ist das denn wirklich wert, damit die Let's Play-Szene in den Tod zu reißen? Ich meine, ich finde auch, dass einfach mal, ich habe... Ja, gegen ungespielt habe ich ja eigentlich kaum was, aber ich kann das sollte. Also, ich sag mal so, ich kenne die von den Personen nicht, die Person, die ich dir gerade genannt habe. Mhm. Und möge das auch beneiden, die sie kennenzulernen, sag ich das. Möchte auch ja auch anmerken, dass ich aber auf ihrer YouTube absolut was dagegen habe, was sie da abziehen. Ja, das, und das ist. Und ich werde Leute dann angucken, da bist du einfach, du hast mich, warum soll ich Neid mit so Leuten haben? Ich gönne ihnen das, wenn sie normale Spiele spielen würden, sag ich jetzt mal, ja komm, ich spiele jetzt die neuesten Hits und so, ich bin ja so einer, der spielt nicht, der kauft sich das neue Spiel, drückt dann in seine Konsole und gibt Gas, ne? Aber wenn man die ganze Zeit nur Minecraft ist, man weiß es genau, dass das halt viele Klicks und alles bringen und mich schnell zum Erfolg bringen. Aber die Scheiße dann so schamlos auszunutzen, wenn sich dann als Let's Player zu schimpfen. Ja, das kann doch gar nicht sein. Ich meine, früher waren Let's Plays was Besonderes, weißt du? Das hat man gern geguckt, weißt du? Und da hat man einfach die Leute auch rausfiltern können, die wo gut waren und nicht gut waren. Und die wo nicht gut waren, ja, mei, das ist halt so gewesen. Der Scheiß Nico von den Kuchen. Ja, das war damals so. Und heute, weißt du, du brauchst heute nur verdammt gutes Equipment. Du musst nicht mehr ja. Intelligenz besitzen. Du musst bei Minecraft nicht mal vorlesen oder sonstiges. Irgendwie ein paar Schilder oder so. Dafür kannst du strohdoof sein, sag ich jetzt mal. Ja, das ist auch so. Ich meine, dann schreibst du da ein bisschen durch deine Videos, zockst dann, guckst du, dass du die höheren Kontakte da knöpfst, ne? Und ja. Sagst, ich hab den und den Let's Play jetzt weißt schon, ne? Oder ich hab den getötet, der Tod von den und den, und hat da so also Ausrufezeichen 11 Aufrufezeichen oder so ein... Ne.
Ja, Der, da. ich habe der, wie heißt das? Aber wenn du Zeit hast, mach Fußball. Ich finde, man sollte eventuell dann die größeren YouTuber damit auffordern, dass die einfach mal ein bisschen, weißt du, dass die ein bisschen mal die Leute, die jüngeren Leute mal ein bisschen aufwecken, weil du musst mal denken, die schauen dann nur YouTube-Videos, machen Let's Plays und privat Ja, kein Lernen, gar nichts. kannst du leider jetzt nicht behaupten, dass du dann sagst, ja, die nehmen ihre Let's Plays Videos auf und kommen in die privat nämlich klar, haben keine Freunde und so, deswegen ich hatte doch genau, ich weiß nicht, ob ich das in dem Video schon erzählt habe, aber da habe ich auf ein dämliches Klischee halt aufgebaut. Halt, man kann da jetzt nicht drauf schließen oder so, kann man sagen, dass die absoluten Banger sind und durch ihre komischen Kackklasse da auf einmal, oh, ich bin hier voll Fame und so, war. Ey yo, ich habe heute mit ihm gespielt Kontakt und also eine Scheiße und dann zock mal richtig, da habe ich bald auch die 400.000, aber ja, komm. Das ist. Das ist, mein Problem ist einfach nur, dass ich, wenn ich auf YouTube gucke, entweder nur Minecraft oder sonstiges habe. Und sagst du, German Let's Play war damals ein Let's Play, da hat auch immer so alles gezockt, manchmal zu Minecraft und so, hat er da auch seine 100 Parts geschoben. Ja, war auch cool. Ja. German Let's Plays finde ich Ja, bis jetzt aber auch. jetzt, wenn ich den jetzt gucke, halt, ne, sie geht gar nicht mehr, das hat sie erledigt. Sein Bruder, die B-Top-Fertig-Schiene, der sitzt, ist meiner Meinung nach auch diese Schiene am Fahren. Ja, es gibt zu viele Leute davon. Also, Let's Play, das war ja, wie gesagt, früher einfach mal was Besonderes. Und jetzt ist es eigentlich nur noch. Das ist, ich sag, Minecraft, das Geld und die Partnerschaft und dass du tatsächlich davon leben kannst, haben das zerstört. Natürlich kann man auch hingehen und sagen, ja, Gronkh ist natürlich auch schuld. Ich sag, dass durch Gronkh und so ungespielt und sowas existiert. Gronkh ist die Wurzel dafür. Ich kann aber Gronkh leihen, weil der Typ absolut, der vermittelt ihn sich noch Ja, schön. das stimmt, also. Der schreit ja nicht wie so ein Spatz hier durch die Gegend. Der weiß schon, wie er seine Videos hat. Der weiß auch, wie er die Leute verarschen muss, muss der die verarschen. Was Ja, und schon. so kommen halt die Leute, weißt du, so sieht man Da auch, siehst wer du so, ich wirklich. muss rumschreien wie ein Spatz. Ja, okay, geil, nimmst du auch. Und deshalb, wie gesagt, ich habe ja noch vor, ein einziges Let's Play-Projekt zu machen, bevor ich YouTuber am Nagel hänge. Da werde ich nämlich komplett wirklich zu Twitch wechseln. Da habe ich erstens mehr von. Und zweitens, da kann ich zocken, was ich will, wenn einer zukommt, guckt dazu. Und ich mache da nicht, ich spende da nicht hier 2, 3 Stunden Arbeit auf, Ja. zwei Parts zu bearbeiten. Halt mit der neuen Kiste weiß ich jetzt nicht, wie das gehen wird, aber ich hoffe mein Bestes. Das wird denke ich mal besser sein und vor allem ich weiß nicht, also YouTube hat sich echt nach ein paar Jahren richtig verändert. Also ich weiß nicht, wie das sagen soll, aber es ist nicht mehr so, YouTube selber, das ist was anderes, eine andere Plattform wurde das Was einfach. Das ist eine nicht über Let's Plattform für Kind, für Kinder. Play-Szene zu nennen, die Let's Play-Szene kannst du als Minecraft-Szene nennen. Was glaubst du, wären die Kinder nicht, wenn die kleinen Kinder nicht, dann würde ungespielt Tuttle und so weiter auch nicht groß sein. Ja, gar nicht existieren, wird ja gar nicht mehr von Rede. Weil das schauen halt die Jüngeren, die Älteren, die denken sich, ja, ich schau Gronkh, fertig. Also ich schaue mir welche, die noch Intelligenz damit haben. Also, wie wir dann auch schon sagen, ja so und so, ne, die dann um das Studium mal in ihren Parts reden. Ich weiß, hat Pete Smith hat mal gemacht über Studium, Mathematikstudium und sowas geredet hat, das fand ich auch interessant. Pete Smith finde ich bis jetzt hat auch immer noch richtig Hammer. Ich halt generell, wer Minecraft in meinen Augen spielt, der kann davon mir auch diese Intelligenz erzählen. Ist mir egal, Minecraft ist ein Punkt, der mich stört. Ja, und das Ist ja auf ich Twitch glaube, spielt. da denkst du nicht alleine so. Da gibt es nicht nur dich und mich, da gibt es auch noch andere Leute. Aber ich denke mal, die trauen sich das nicht irgendwie zu sagen. Weil ich denke mal, da wird jetzt bestimmt ein Da paar sollte Hates da kommen, einer irgendwie so. rumhaten oder so, soll das gerne machen, aber wie schon am Anfang erwähnt, das spiegelt leider nur eure Intelligenz wider. Und ja, also würde ich aufpassen, wenn er das schreibt. Weil ich finde es echt, ich weiß nicht, das macht einfach nicht mehr so richtig viel Spaß, weißt? Jeder Vollidiot will Let's Player werden, was sie denken, dass der Fame werden. Und es geht doch nicht ums Fame werden, es geht doch eher darum, dass man einfach Spaß am Spielen hat und das dann den Leuten zeigt. Ja, Früher und war das so, da haben. das ist weg, das glaub mir. Ja, Das Let's ist. Play, zum Beispiel, das Thema, was bin ich auch noch richtig gut feiere, ist Domtendo und Let's Play Markus. Bei Let's Play Markus, der hat die Bei mir ist der Videos. beste Markus von Semtendo, da sage ich dir bei meiner Meinung mal woanders. Da muss jetzt hier nicht ermächtigt werden.
Ja. Nee, aber Let's Play Markus hat selber mal in den Infobio gesagt gehabt, dass seine Videos, sagen wir mal, am Anfang nur für sich, der wollte die Videos nur für sich machen. Und dann kamen die ganzen Leute, der hat das gar nicht gecheckt gehabt oder der hat gar nicht geglaubt, dass dann so viele Leute ihn dann zuschauen. Und das ist das, was mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte als ungespielte Tattel oder sonst irgendwas. Ja, weil die vermitteln nichts. Die haben über 100 Let's Plays und sowas halt gemacht. Ja, die machen nur Minecraft. Und dann ist der ganze Zeit Minecraft da, Minecraft, ja, Minecraft Aura, oder denke ich mir auch, willst du mir jetzt verarschen? Ja, und wer, und da was steht dann in der Let's Play Forum? Projekte, wo der jeder ausgerastet, wo der einer gestorben wurde, wo der halt auch rumgeschrien wurde. Oh ja, und dann kam auch noch, dann gingen auch die Leute, die wo zum Beispiel Ungespiel geguckt haben, wenn zum Beispiel wenn Tattle Ungespiel getötet hat, dann sind die Leute von Ungespiel dann zu Tattle und haben dann gesagt, ey, du bist, was soll denn der Scheiß und so weiter. Was ist denn das für Behinderung? Weißt du, ey, man muss ja sagen, dieses Projekt, da war es, wir sind denjenigen zu töten und der hat besser üblich war, wir letzte Gruppe die übliche Verleihung gewonnen. Was das denn mehr Sinn gebracht hat, verstehe ich bis heute noch nicht, ob man dafür jetzt irgendwas bekommen hat, aber ja. Um sich dann toll zu fühlen, war mal irgendwie ein Spiegel. Wow, geil. Das ist, ich finde, das ist sowas von, weiß nicht.